Die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen lässt weiterhin auf sich warten. Die Regierung ist nach wie vor weit davon entfernt, Gräben zu überbrücken und Fehler zuzugeben. Dies ist nur einer von zahlreichen Gründen, weshalb die Menschen in Steyr nach wie vor Sonntag für Sonntag auf die Straße gehen und gegen diese Ungerechtigkeiten protestieren. Jetzt, wenn man da hineinschaut. Bereits zum 137. Mal wurde am vergangenen Sonntag in Steyr zum Spaziergang geladen. Das Interesse war groß. Über 250 Menschen nahmen am Protest teil. Neben der bekannten Ärztin und Aktivistin Dr. Maria Hubner-Mock war auch der beliebte Kabarettist Walter Kammerhofer beim Spaziergang dabei. Nein, der Widerstand hört nicht auf. Eine gewisse Hellhörigkeit muss man am Tag legen. Weil man sieht es ja. Wir leben in einer Zeit, du hast auf der Bühne schon gesagt, wo ein Historiker, wenn der die ganze Wahrheit sagt, darf der nicht aufdrehen. So einer Zeit leben wir. Und wir leben in einer Zeit, wo man so viel Informationen kriegt, aber nicht die richtigen und die wichtigen. Wir sehen drei Tage oder länger, ist es in Berlin jetzt der Wildsau oder der Löwe, mit denen werden wir hingehen. Aber dass im Hintergrund irgendein Vertrag für die WHO unterschrieben wird, da hört man gar nichts. Und darum ist eine gewisse Hellhörigkeit wichtig. Das nächste ist, wir vergessen so schnell. Die Maßnahmen, jetzt werden schon in Frage gestellt, was waren leicht. Und da ist es wichtig, dass wir dranbleiben. Weil die Maßnahmen waren da für die Ungeimpften. Ja? Und die haben uns belastet. Und das kann man jetzt nicht einfach so von Tisch wischen. Und darum bleibt eine gewisse Hellhörigkeit. Neben der energischen Untersuchung der Ereignisse der letzten drei Jahre setzen die Demonstranten sich auch dafür ein, den neuen WHO-Pandemievertrag klar abzulehnen, wie sie deutlich betonen. Denn also grundsätzlich kann der Generaldirektor Tedros Ghebreyesus jederzeit einen Fake Public Health Emergency of International Concern ausrufen. Es kann sich auf Menschen, auf Tiere, aber auch auf Umwelt, auch auf Klima beziehen, mit Maßnahmen, die er für richtig hält. Und selbst wenn sein Gremium, das ihn berät, Nein dazu sagt, kann er trotzdem Ja sagen. Und das ist höchst gefährlich bei einer Organisation, die vor allem private Gelder erhält. Und das sind schon Sachen, die man dann da speziell hört. Natürlich werden es dann verbreitet über die Medien, dank euch natürlich auch und die sogenannten neuen alternativen Medien. Der Mainstream wird natürlich nicht darüber berichten. Ja. Also das ist typisch. Leider. Und durch das, dass die leider nicht über das berichten, haben wir sehr viele Probleme in dem Land, warum wir auch jeden Sonntag auf der Straße sein müssen. Das Thema Corona-Aufarbeitung ist auch mitunter ein wesentlicher Part beim nächsten großen RTV-Infoabend. Am 8. September sind wir dank RTV in der Schachnerhalle in Garsten und wir haben einen ganz besonderen Gast, Dr. David E. Martin. Dieser Mann ist sehr bekannt, er hat am 3. Mai im EU-Parlament gesprochen, auch am 4. Juli uns ein Video geschickt bei einer Veranstaltung, die wir dort mit den Members of Parliament gemacht haben, aber bekannt ist aus dem Film Plandemie. Und dieser Mann hat Zahlen, Daten, Fakten und zwar schon die längste Zeit, hat auch in die Impfstoffpatente hineingeschaut. Und er spricht Englisch, aber RTV hat für eine Übersetzung auf der Bühne gesorgt. Und das, was er sagt, die Englisch verstehen, vertragen es ruhig ein zweites Mal auf Deutsch, weil er hochbrisante Daten, Fakten, Zahlen bringen wird. Und Philipp Kruse wird im Publikum dabei sein und auch Walter Kammerhofer und viele andere. Und viele andere werden auch weiterhin in Steyr mit dabei sein. Denn solange die Ungerechtigkeiten der vergangenen Jahre nicht aufgearbeitet sind, werden die Menschen weiterhin für ihr Recht auf die Straße gehen.